Hallo Leute, willkommen zum neuen ASMR-Video. Ich hoffe, dir geht es gut und ich hoffe auch, dass du die Feiertage gut überstanden hast. Und heute gibt es wieder ein Q&A. Erstmal Dankeschön für eure Fragen, es waren sehr, sehr schöne Fragen dabei. Und nicht wundern, ich werde nur einen Teil eures Namens mal vorlesen. Einfach damit so ein bisschen ein Teil eurer Anonymität bewahrt bleibt. Aber ihr trotzdem eure Fragen zuordnen könnt. Ja, ich hoffe, es ist okay für euch. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Die erste Frage kommt von Nick. Bist du extrovertiert oder introvertiert? Also ich selber würde mich eher als introvertiert bezeichnen. Das heißt, introvertiert, aber eher in Richtung ambivertiert. Ambivertiert ist sozusagen die Mitte. Ambivertierte Menschen schwanken öfter zwischen introvertiert und extrovertiert. Also sie haben Phasen, wo sie einfach, ja, lieber alleine sind. Und Phasen, wo sie einfach gerne unter Menschen sind, aber vielleicht auch dann sehr schnell Energie verlieren. Genau, und ich würde mich halt einfach als eher introvertiert, aber in Richtung ambivertiert bezeichnen. N7 fragt, woher kommst du? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Eva fragt, wann hast du Geburtstag? Ich habe am 7.12. Geburtstag, also ich hatte im Dezember. Ich bin jetzt 25 Jahre alt. Christoph fragt, dein letztes Videocomputerspiel? Also, mein letztes Computerspiel war, glaube ich, Anke. Anke? Ich glaube, es heißt so, es war ein Linux-Spiel. Mein Papa ist so ein Linux-Fan. Deswegen, genau, hatten wir früher auch einen Linux-Computer. Ja. Und als App würde ich sagen, Spiel des Lebens. Und beim DS, Style Boutique. Das ist ein gutes Spiel. Miriam fragt, wie lange bist du schon in einer Beziehung? Ich bin seit kurzem 7,5 Jahre mit meinem Freund zusammen. Wir hatten vor ein paar Tagen unser 7,5-jähriges. Luisa fragt, gehst du weiter in die Cafés, um zu arbeiten am Laptop? Derzeit nicht. Ich möchte es aber wieder vermehrt machen. Die Sache ist, die Hürde, einfach hinzugehen, dort zu arbeiten, irgendwie ist das noch ein bisschen groß für mich. Ich möchte auf jeden Fall wieder mehr auch zur Bibliothek gehen, weil man einfach dann, ja, man hat so einen Ort, wo man arbeiten kann und zu Hause ist man aber sehr schnell abgelenkt. Zufragt, was studierst du? Ich studiere Multimedia Marketing. Eine weitere Frage von Zu, wenn du deinem jüngeren Ich was mitgeben könntest, was wäre es? Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage. Länger darüber nachgedacht. Also ich habe die Frage schon vorher gesehen. Und eigentlich würde ich gar nicht so viel sagen. Ich würde sagen, es wird besser oder es lohnt sich zu kämpfen. Ich glaube, es hätte mir schon einfach sehr viel Hoffnung gegeben. Weil die Sache ist, natürlich könnte ich ganz viel sagen, so okay, nicht so viel mir Gedanken dazu machen, was andere von mir denken, dass mich das zu sehr beeinflusst. Einfach selbstbewusst zu mir stehen, einfach meinen Weg gehen, schon Projekte früher anfangen. Die habe ich mich früher einfach nicht getraut, weil ich Angst hatte, was andere zu mir sagen würden. Und ja, es gibt vieles, was ich rein theoretisch verbessern hätte können. Aber ja, letzten Endes war ich auch stets immer bemüht, an mir zu arbeiten, meine Situation zu verändern und ich glaube, das ist gut so und ja, also ich bin jetzt zufrieden, wie es gelaufen ist und ich glaube, ich kann stolz drauf sein. Genau, nur ich glaube einfach, dieser Hoffnungsschimmer, es wird besser, hätte mir gut getan. Cozy Place fragt, wie geht es dir im Moment? Also ich war krank.
Deswegen kamen auch nicht so viele ASMR-Videos. Meine Stimme war weg. Genau, jetzt geht's mir besser. Genau, ich hoffe auch, dass es so bleiben wird, denn gefühlt ist jeder in meinem Umkreis krank. Falls ihr auch gerade krank seid, gute Besserung. Werdet schnell wieder gesund. Eine weitere Frage von Miriam. Wann bist du mit deinem Studium fertig und was hast du dann vor danach? Also voraussichtlich bin ich am Anfang des Jahres fertig. Genau danach hoffe ich, dass ich sozusagen Vollzeit Social Media machen kann. Also es wäre auf jeden Fall ja, ein Traum von mir. Aber mal gucken, ob es klappt. Alina fragt, was magst du an dir am meisten? Auch eine spannende Frage. Ich glaube, ich mag, dass ich ein hingebungsvoller Mensch bin. Also die Sache ist, ich kann mich sehr stark für Sachen begeistern und bin dann auch voll dabei. Und ich glaube auch, dass so, ja, das ist was Schönes ist. Also ich lebe damit gerne, begeistert zu sein, leidenschaftlich zu sein, so, ja. Idee fragt, hast du Erfahrungen mit Fake Friends gemacht? Ich hatte in der Grundschule eine Situation, und zwar habe ich die Klasse wiederholt und dann habe ich mich mit einer Person angefreundet. Also wir waren beide jetzt nicht so die beliebtesten, aber es war okay, würde ich sagen. Genau, und dann habe ich mich mit ihr angefreundet. Und da war dann noch eine Person, die war jetzt auch nicht so die beliebteste. Und dann war ich halt mit den beiden befreundet. Dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, die beiden würden sich voll gut verstehen. Und dann wurden wir halt irgendwann, ja, zu einer Dreiergruppe. Also ich habe versucht, die ein bisschen näher zu bringen. Und dann, eines Tages, ich weiß jetzt nicht, ob es in einer Stunde oder einer Pause war, haben die gesagt, hey, wollen wir Maina ignorieren? Und ich habe die angeguckt. Also ich saß hier. Saßen dort. Und ich habe die angeguckt und ich war so, hä? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Und mir fiel nichts ein. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, okay, wofür muss ich mich entschuldigen? Weil es muss ja einen Grund geben, warum man sowas macht. Und die haben mich dann tatsächlich auch ignoriert. Aber mir fiel kein Grund ein. Und das war mir dann auch zu blöd. Und dann haben sich unsere Wege getrennt. Und dann kam irgendwann die eine Person noch mal so auf mich zu, so getan, als wäre gar nichts. Aber ich konnte mich ihr dann nicht öffnen. Also wir haben darüber nicht geredet. Meinerseits hätte ich natürlich einfach das mal ansprechen können. So, okay, hey, was soll das so? Aber zu dem Zeitpunkt war ich nicht so konfliktoffen oder bereit. Also ich habe mich nicht so getraut. Und es war mir auch dann einfach zu blöd. Hatte ich in der 5. Klasse eine Situation, dazu muss ich sagen, also ich war halt Grundschule nicht so beliebt, war jetzt okay, würde ich sagen. Also ich hatte eine Mobbingphase, dann habe ich die Klasse wiederholt und dann ging's. Aber ich war nicht so beliebt. Jedenfalls dann kam ich in die 5. Klasse und ich habe mal versucht, sozusagen mich mehr zu integrieren, so zu gucken, okay, wie agieren die Beliebten? Hab das dann halt auch mal gemacht. Also jetzt nicht extrem, aber ich war schon beliebter als sonst, würde ich sagen. Na jedenfalls, dann hat sich eine Person an mich geheftet. Und wir wurden Freunde, wir haben uns richtig gut verstanden. Wir haben richtig tolle Gespräche gehabt. Das war richtig schön. Genau, bis sich immer mehr und mehr herausstellt, dass ihr ganz, ganz wichtig ist, beliebt zu sein. Also es war für sie eine ganz, ganz hohe Priorität. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, okay, ich brauche es nicht, beliebt zu sein. Also es ist gar nicht, also für mich ist es nicht so wichtig. Ich bin einfach ein bisschen ruhiger und das wird auch akzeptiert. Und ich muss nicht immer und überall so reinmischen und dabei sein. So, es war halt einfach eine Erkenntnis, die ich hatte. Und ich war damit zufrieden. Demnach habe ich mich ein bisschen mehr zurückgezogen. Und das ist ihr natürlich aufgefallen. Und dann waren wir halt irgendwann mal spazieren.
und haben halt über Beliebtsein geredet. Und hat sie ja halt zu mir gesagt, so, okay, ja, eigentlich habe ich mich nur mit dir befreundet, weil ich dachte, du wärst beliebt. Und einerseits hat mich das verletzt, aber andererseits habe ich halt auch dieses Experiment gestartet. Dennoch war es nicht so schön, das zu hören, aber ich war nicht extrem sauer auf sie, weil ich habe ja dieses Experiment gemacht. Versteht ihr? Also ich bin nicht ganz unschuldig. Dennoch tat das weh. Dann ging es halt weiter. Wir sind halt befreundet geblieben. Und ja, dann sind wir mal irgendwann einkaufen gegangen. Wir haben richtig gelacht, hatten eine gute Zeit. Und dann hat sie halt so zwei Leute gesehen, die ein bisschen beliebter waren. Oder wo es ihr wichtig war, was sie von ihr denken. Und dann hat sie zu mir gesagt, so, okay, Mina, ja, bitte sei leise oder bitte blamier mich jetzt nicht. Und ich war so, was? Oh. Ja, das hat mich schon ein bisschen verletzt. Genau, und solche Aktionen kamen halt immer wieder. Und wollte sie auch immer mehr Hausaufgaben abschreiben, hier und da. Und dann kam eine neue Person in unsere Klasse, mit der hat sie sich angefreundet und die war halt cool, so. Ja, und dann haben die mich immer mehr ausgeschlossen. Ist okay, wir haben uns einfach unterschiedliche Interessen. Und man muss auch keine Freundschaft dann erzwingen. Wir waren einfach nicht. Ja, es sollte halt nicht sein. Lea fragt, was ist dein Lieblingstrigger? Da würde ich sagen, Wasser oder Holz. Sue fragt, wie gehst du mit Stress um? Also ich versuche, bewusst Pausen einzulegen, also dass ich immer mal so durchatmen kann. Genau, wenn ich merke, dass ich sehr gestresst bin, dann mache ich ab und zu Yoga. Yoga hilft mir sehr stark, einfach mal so runterzukommen, durchzuatmen, auch meinen Körper zu entspannen, weil ich verkrampfe halt einfach dann sehr stark. Wärmekissen, damit der Nacken sich entspannt. Und umso schlechter es mir geht, umso mehr journal ich auch. Das heißt, ich schreibe dann auf, okay, so geht es mir, warum geht es mir so und warum, ja, muss mich das nicht stressen. Wir leben noch einmal auf dieser Welt und ich will ja nicht mein Leben gestresst durchleben, sondern es auch genießen können. Natürlich hat man auch so Phasen, wo es mal mehr, ja, mal mehr tun muss als in anderen Phasen. Aber man kann die Phase ja trotzdem irgendwie genießen und das Beste draus machen. Genau, das versuche ich dann. Also ich versuche dann mein Mindset so ein bisschen umzuswitchen in, okay, ich gebe mir Mühe, aber ich will das Beste draus machen. Mich nicht also sehr stressen. Und vor allen Dingen auch, wenn ich mich zu sehr stresse, ist meine Arbeit auch nicht ganz so gut. Also wenn ich entspannter bin, ist meine Arbeit, die ich leiste, auch deutlich besser. Oder kreativer, je nachdem, worum es geht. Und das motiviert mich dann auch, so ein bisschen mich zu entspannen, damit die Leistung auch besser ist. John Cook fragt, erstmal sympathischer Name, hast du Haustiere? Also derzeit habe ich keine Haustiere, aber wir hatten früher Wellensittiche. Die nächste Frage von der Person, warum hast du angefangen, ASMR-Videos zu machen? Also ich fand ASMR-Videos schon immer spannend oder ASMR-Triggers. Ich habe mich das aber nie getraut. Das hat mich schon immer fasziniert. Und da habe ich tatsächlich mal einen YouTube-Account erstellt, den keiner kannte. Und da habe ich zwei ASMR-Videos hochgeladen, um das mal auszutesten. Und also es hat mir super viel Spaß gebracht. Die Videos sind gar nicht gut. Schlechte Qualität. Mir war das so unangenehm. Genau, dann habe ich die wieder runtergenommen. Und dann habe ich es erstmal sein lassen. Und dann haben aber immer mal wieder Leute mir geschrieben, so, okay, hey, du hast voll die gute Stimme für ASMR-Videos. Versuch's doch mal. Und ich war so, okay, ich versuche es nochmal. Genau, und jetzt mache ich das tatsächlich. Ja. Bin auch froh, dass ich damit angefangen habe. Eine weitere Frage von der Person.
Was ist dein Lieblings-YouTuber, YouTuberin? Meine Lieblings-YouTuber sind Yo Mom Ashley und ihr Freund Kelly Vacassa. Wirklich, die machen richtig coole Videos. Lisa fragt, wie sieht dein Alltag aus? Also, derzeit stehe ich um 7 auf. Aber ich habe immer so Phasen, also manchmal stehe ich um 6 Uhr auf, manchmal um 5 Uhr, gerade um 7 Uhr. Aber ich versuche wieder früher aufzustehen. Genau, und dann nehme ich direkt meinen Laptop zu mir und arbeite meistens erstmal 2 Stunden, vielleicht auch länger, am Laptop. Genau, schreibe entweder Skripte für TikTok, Reel oder ASMR, plan Videos. Oder ich arbeite an meiner Bachelorarbeit. Genau, oder schreibe E-Mails hier und da. Also einfach erstmal Laptoparbeit. Dann frühstücke ich oder ich lasse es ausfallen. Dann mache ich mich fertig, filme, wenn es was zu filmen gibt. Genau, dann mache ich mir wieder was zu essen. Also meistens für mich so 2 Stunden oder mehr. Genau, dann mache ich mir wieder was zu essen. Oder das erste Mal. Esse, gucken K-Drama vielleicht. Pause. Und dann arbeite ich wieder am Laptop. Dann Sport. Und dann wieder Laptop oder Freizeit. Genau, das ist ungefähr mein Tagesrhythmus. Variiert aber ab und zu. Nestling fragt, sind es deine echten Haare? Sehr schön lang. Vor allem sehr gepflegt. Dankeschön. Das freut mich auf jeden Fall. Und ja, das sind meine echten Haare. Genau. Ich habe die mal getönt, also rot getönt. Aber sonst habe ich nicht viel mit meinen Haaren gemacht. Wenn ihr mich mal blond seht oder blonder, dann ist das eine Perücke. Die trage ich ab und zu gerne. Genau, einfach weil ich möchte meine Haare nicht färben. Weil ich glaube, dann werden die einfach kaputt. Meine Haare halten nicht so viel aus. Und deswegen trage ich ab und zu eine Perücke. Celine fragt, wer waren die letzten 5 ASMR-Tisten, die du geschaut hast? Also, Nanu ASMR. Ich finde sie so toll. Ich finde, das sind mit die besten ASMR-Videos. Dann Chibi, of course. Genau, dann ab und zu gucke ich Goodnight Moon. Dann auch so koreanische Kochvlogs. Da gibt es eine bestimmte Person, die ich super gerne gucke. Ich kann ihren Namen nicht aussprechen und der ist auch auf Koreanisch. Aber ich kann ihn euch auch unten verlinken. Genau, und dann gucke ich ab und zu auch Dori ASMR. Zu fragt, wie ist es inzwischen mit deiner Angst? Kommst du besser damit klar? Erzähl bitte mehr davon. Ich denke, da sind einige von betroffen, die, ja, noch nicht so offen das teilen. Also, ich muss dazu sagen, ich bin von Grund auf ein eher ängstlicher Mensch. Früher hatte ich, ja, schon recht viel Angst. An sich ist es ja auch nicht schlimm, Angst zu haben. Die Sache ist nur, zu starke Angst kann halt einen sehr einschränken. Also, man darf sich nicht von seinen Ängsten leiten lassen. Und das habe ich am Anfang. Mittlerweile will ich sagen, okay, ich habe zwar Angst, aber ich kann trotzdem die Dinge tun. So, also ich kann mich überwinden. Das ist mittlerweile auch besser geworden, also deutlich besser. Ich hatte wirklich früher immer so Schweißattacken. Ja, das habe ich nicht mehr so. Ich habe aber immer mal wieder so Phasen, wo es schlimmer ist oder halt besser läuft. Je nachdem, wenn ich mehr in meiner Routine bin, dann fällt es mir wieder vermehrt schwer, da rauszukommen. Deswegen habe ich ja vor kurzem diese Going Out of My Comfort Zone Challenge gemacht, einfach damit ich wieder mehr rauskomme und nicht in diesem Rhythmus verfalle, wo es mir immer mehr schwer fällt, aus mir rauszukommen, sprich mich von meiner Angst leiten zu lassen. Also, ich habe immer so Phasen, aber im Großen und Ganzen ist es schon deutlich besser geworden. Leni fragt,
schaust du dir zum Entspannen noch deine eigenen ASMR-Videos an? Prinzipiell nicht. Also ich schaue meine Videos an, wenn ich sie zu Ende geschnitten habe. Dann schaue ich sie Probe an. Das heißt, ich schaue alle meine Videos an. Aber zum Entspannen habe ich, glaube ich, erst nur einmal gemacht oder zweimal. Weil ich das witzig fand. So, ach, da bin ich. Keine Ahnung. Aber prinzipiell schaue ich dann eher Videos von anderen an. Huda fragt, hast du Geschwister? Ich habe eine ältere Schwester. Eine weitere Frage von der Person, wie bist du auf Social Media gekommen? Also die Sache ist, ich fand Social Media schon immer faszinierend. Ich fand die kreative Freiheit in diesem Beruf, wow, fand ich beeindruckend. Dann die Vorstellung, im guten Fall beeinflusst man Menschen positiv. Also ich hoffe, dass ich Menschen eher positiv beeinflusse als negativ, weil sonst wäre es blöd. Aber das hat mich auch so ein bisschen motiviert. Und sonst, ja, ich habe das immer bewundert. Ich habe früher so YouTuber gesehen und ich dachte mir nur so, wow, voll cool, das will ich auch. Ich glaube, die nächste Frage kommt auch von der Person. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Hat dich ein Kommentar schon einmal sehr verletzt? Wie gehst du mit Hate um? Also prinzipiell würde ich sagen, dass ich nicht so stark gehatet werde als andere. Auch einfach, weil ich Videos mache gegen Mobbing und wenn man dann mich hatet, glaube ich, dass auch die meisten Leute unter dem Video mich eher verteidigen würden. Aber wenn ich zum Beispiel andere Videos mache, wie Tanzen oder über Introvertierte, dann kriege ich schon ein bisschen mehr. Tanzen eher ausgelacht. Aber so Introvertierte, als ich das noch mehr fokussiert gemacht habe, habe ich schon mehr Hate bekommen. Man muss auch mal unterscheiden zwischen Kommentaren, die nicht so nett sind, aber Inhalt haben, also sprich Kritik beinhalten und wirklich Hate-Kommentaren. Also es sind zwei unterschiedliche Sachen, die oftmals vermischt werden. Es sind aber unterschiedliche Bereiche. Das heißt, wenn ich einen Kommentar habe, der nicht so nett ist, aber Inhalt beinhaltet, dann mache ich das so, dass ich mir den durchlese und dann, manchmal bin ich dann so ein bisschen verletzt. Aber da ist halt Kritik drin. Das heißt, ich versuche erstmal den Kommentar ruhen zu lassen und dann ein paar Stunden später mich nochmal damit zu beschäftigen und zu sagen, so okay, was kann ich daraus ziehen? Wie kann ich mich verbessern? Wo hat die Person recht? Und was kann ich sagen, so okay, das finde ich stimmt nicht. Also nicht jeden Kritikpunkt muss ich annehmen, wenn ich denke, dass es mir nicht weiterhilft. Aber oftmals gibt es etwas, ja, was stimmt. Vielleicht. So muss man akzeptieren. Man muss Kritik annehmen können. Vor allem, wenn man so eine offene, öffentliche Person ist, hat man ja auch einfach Einfluss und damit muss man verantwortungsbewusst umgehen. Und dazu gehört es, Kritik anzunehmen können. Genau. Und dann versuche ich das Gemeine an dem Kommentar sozusagen zu ignorieren. Dann zu den Hate-Kommentaren. Dort ist es so, dass sie verletzen mich nicht direkt persönlich. Aber manchmal bin ich einfach so erschüttert, dass manche Menschen das so einfach jemanden schreiben würden, sowas sagen würden. Und dann denke ich mir immer so, das ist krass, dass das jemand machen würde. Und das macht mich traurig. Andererseits muss man sich auch mal überlegen, so okay, was hat die Person durchgemacht, dass sie sowas einer Person schreiben würde. Ja, das macht mich manchmal extrem traurig. Und dann, ja, rede ich ab und zu mit meinen Mitbewohnern darüber oder halt mit meinem Freund. Nehme dann auch mal ja, ein Social Media Off Day, einfach um ja, das ein bisschen zu verarbeiten. Genau dann, wenn ich DMs sozusagen durchgehe, bevor ich durchgehe, also draufklicke, Nachrichten zu lesen, mache ich mir immer bewusst, okay, da können Nachrichten jetzt dabei sein, die beleidigen dich oder andere Sachen. Seid ihr dessen bewusst? So, und dann gehe ich erst die Nachrichten durch. Auch was ich
ebenfalls mache, ist, wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, sorry, also zum Beispiel irgendwie ein Kartenspiel spiele, mit Leuten irgendwas mache, dann gehe ich auch nicht durch meine DMs. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Kommentar ist, der vielleicht nicht so nett ist, dann vielleicht meine Laune ein bisschen runterzieht. Das heißt, wenn ich, also man soll ja auch sowieso nicht am Handy sein, wenn man mit anderen Leuten irgendwas macht, demnach. Das heißt, ich nehme immer so bewusst Zeit, wann ich DMs durchgehe und wann halt nicht. Einfach um, ja, das gemeine Kommentare, also dass einfach gemeine Kommentare nicht so viel Auswirkungen auf mich haben. Was sind deine Hobbys? Ebenfalls von der Person. Also meine Hobbys sind Social Media, Tanzen. Ich habe vor kurzem wieder mit Keyboard angefangen. Und ich will auch unbedingt singen lernen. Habe ich schon Lust zu. Genau. Und dann halt Sport, also tanzen. Und ab und zu gehe ich ins Fitnessstudio. Pauli Mausi fragt, warum nimmst du deine Stories in meinem Badezimmer auf? Das Licht im Badezimmer ist besser als in meinem Zimmer. Und manchmal ist mein Zimmer auch nicht so aufgeräumt, weil ich gerade gefilmt habe. Und dann liegen überall Sachen. Und dann für mich im Bad. Aber eigentlich hauptsächlich, weil das Licht dort gut ist. Bambi fragt, machst du was Bestimmtes für deine tolle Figur? Oder hast du einfach Glück? Erstmal Dankeschön. Also ich mache Sport. Aber manchmal, also es ist nicht hundertprozentig diszipliniert immer, keine Ahnung, 3 bis 4 Mal im Gym, das kann ich gerade nicht sagen, aber ich versuche oft zu tanzen und wieder regelmäßig ans Gym zu gehen. Ab und zu mache ich Yoga, genau, also ich mache gerade nicht strukturiert Sport, aber ich arbeite dran und das mache ich immer mal wieder. Genau. Dann versuche ich mich einigermaßen gesund zu ernähren, also wenig Zucker. Aber auch einfach, weil ich, nicht weil ich was für meine Figur tun möchte, sondern einfach, weil ich es gesund finde, gut finde. Ja. Das war es auch schon. Ja. Dani fragt, wo willst du eigentlich überall noch so hin? Also ich möchte in den asiatischen Bereich auf jeden Fall noch super gerne hin. K-Dramas, C-Dramas und so weiter. Love it. Genau, deswegen bin ich so ein bisschen sehr an Asien interessiert. Genau, und sonst nochmal Hawaii. Ich war einmal in Hawaii und es war wunderschön. Der Vibe. I love it. Kanada auch nochmal. Ich war ja bei meinem Work and Travel in Kanada. Hawaii. Möchte ich nochmal. Und sonst möchte ich auch super gerne noch mal mehr von Europa sehen. Pim fragt, was treibt dich an im Leben? Was inspiriert dich am meisten? Mich inspirieren Menschen. Mich inspirieren Handlungen von Menschen. Was Menschen erreicht haben. Und so gute Taten. Also wenn ich irgendjemandem begegnet, der lieb ist, denke ich mir so, wow. Ich will auch so lieb sein. Oder wenn jemand irgendwas erreicht hat, dann denke ich mir so, okay, das ist machbar. Das möchte ich auch. Oder? Also, wenn es mich interessiert. Aber an sich finde ich schön, wenn jemand was erreicht hat, zu sehen, so geht das, das ist möglich. Ich finde das beeindruckend. Genau, also Menschen inspirieren mich. Möglichkeiten inspirieren mich. So Dinge, die man machen kann. Schon ziemlich cool. Mino fragt, bist du hochsensibel bzw. introvertiert? Genau, ich bin beides. Also ich bin introvertiert in Richtung ambivertiert, aber ich bin auch hochsensibel. Nudel fragt, was würdest du jemandem sagen, der seinen Körper nicht so liebt, wie er ist? Eine Ansicht, die mir geholfen hat, ich weiß nicht, ob das generell jemandem helfen wird. Ich bin mehr so ein künstlerisch orientierter Mensch. Aber ich wollte das einfach trotzdem erzählen. Ich finde, aus allem kann
kann man Kunst machen. Wenn etwas nicht perfekt ist, ist das nicht schlimm, denn Unperfektheit kann einfach Individualität verstärken, kann das besondere etwas sein, aus dem man Kunst machen kann, das sogar vielleicht hervorhebt, weil es einfach so einzigartig ist. Und diese Erkenntnis fand ich gut, hat mir richtig gut getan, weil ich habe so mal so Bilder auf Instagram gesehen von so Künstlern. Da war zum Beispiel, also prinzipiell wird ja gesagt, okay, schöne lange Haare, das ist schön. Aber da war so eine Person, die hatte halt einfach eine Frau, die hatte eine Glatze. Und die haben so schöne Bilder gemacht. Und es hat halt nicht der Norm entsprochen, aber es war so schön. Und man kann aus allem irgendwas Schönes machen. Und das finde ich voll schön. Also es hat mich richtig mir gut getan, in meiner Ansicht, mir gegenüber mich auch schön zu finden. Dann generell kannst du dir überlegen, okay, was stört dich an dir? Und warum stört es dich? Wurde dir immer wieder gesagt, okay, das ist nicht schön? Oder hast du angefangen, dich zum Beispiel auf Social Media zu vergleichen und das passt nicht in dem Ideal-Schönheitsbild? Einfach überlegen, so, okay, was ist der Grund? Wenn man einen Grund hat, kann man auch daran arbeiten, sprich, dass man an sein Mindset-Einstellung arbeitet. Dann mache ich das auch so, da habe ich früher das so gemacht, dass wenn ich irgendwas Schlechtes über mich gedacht habe, äußerlich, innerlich, dann habe ich versucht, mich zu stoppen und habe dann versucht, diesen Gedankengang positiv zu überdenken. So, okay, ich sage so, okay, wenn ich denke, ich bin hässlich, dann gucke ich mich an und sage so, nein, das bin ich nicht. Ich habe einen neuen Charakter hier und da, sag irgendwas, wo du sagst, okay, das findest du schön und dass du auch lernst, Dinge, die vielleicht nicht perfekt sind, auch anzunehmen und das zu akzeptieren oder auch leben zu lernen. Also immer versuchen, Gedankengänge zu unterbrechen, dir klar zu machen, wie wunderschön du bist und auch dein Körper tut so viel für dich. Er ist für dich da und wir sind dafür verantwortlich, den anzunehmen, ihn gut zu tun, damit er gut durchhält. Genau. Genau. Ich hoffe, dass es Nick fragt, dein Starter-Pokémon. Also bei dem Einspiel habe ich immer Shiggy genommen. Shiggy. Ab und zu hatte ich auch mal Glumanda. Und am wenigsten hatte ich Bisasam. Dann bei einem anderen Spiel von Pokémon, ich weiß aber nicht, welche Edition das ist, habe ich immer Flamli genommen. Flamli, so cute. Kommen wir nun zur letzten Frage. Fallen Angel fragt, würde mich gerne in eine Tanzgruppe anmelden, aber habe zu wenig Selbstbewusstsein, um vor anderen zu tanzen. Hast du Tipps? Fühle ich. Ich würde dir auf jeden Fall bewusst machen, dass jeder irgendein Hobby, Beruf hier und da ein Anfänger war. Jeder beginnt ganz am Anfang. Wenn du in eine Tanzgruppe gehst, jeder von denen war ein Anfänger und war auch vielleicht sogar in deiner Situation, hast dich gar nicht getraut. Und keiner würde dann sagen so, hey, schau, wie sie tanzt. Sondern nein, jeder würde es respektieren und es vor allem cool finden, dass du rausgehst und es versuchst zu lernen. Weil er teilt dir ein Hobby und das verbindet. Das heißt also, niemand würde ja auf dich zeigen und sagen so, hey, nee. Nein, also meistens sind die immer super unterstützend und freuen sich, dass du halt genau das gleiche Hobby teilst. Das heißt, du kannst zum Beispiel das als Herausforderung sehen, in diese Tanzgruppe zu gehen, weil du an dir arbeiten möchtest, an deinem Selbstbewusstsein. Du möchtest nicht dein Leben von Ängsten leiten lassen, sondern du gehst in der Tanzgruppe hin, weil du es möchtest und arbeitest an dir selber. Wenn du sagst, okay, das ist für mich nicht machbar, na, dann würde ich wahrscheinlich das so machen, dass du dort hinarbeitest. Das heißt, du sagst, du hast wenig Selbstbewusstsein, dann kannst du dir überlegen, okay, wie bekommst du Selbstbewusstsein? Ich habe das immer so gemacht, dass ich immer so kleine Challenges mir vorgenommen habe,
wie zum Beispiel mich mehr im Unterricht zu melden. Dann habe ich immer mehr versucht, mit mehr Leuten zu reden, hier und da. Und du kannst dir halt überlegen, so, okay, was ist so die erste Stufe, die du hinbekommst? Was die zweite? Was die dritte? Und das Endziel ist dann der Tanzkurs. Und so kannst du dich langsam dorthin arbeiten und an dein Selbstbewusstsein arbeiten. Dann noch ein typischer Tipp von mir, Journaling. Ich erwähne diesen Tipp einfach so oft, weil er mir persönlich wirklich in vielen Bereichen geholfen hat. Weil es ist einfach wichtig, also mir hat er geholfen, mich mehr mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen, zu wissen, okay, was ist eigentlich mein Problem, woran muss ich arbeiten und ja, wie kann ich das angehen. Und das hat mir halt einfach, das Aufschreiben hat mir gezeigt, mehr Klarheit, das hat mir einfach mehr Klarheit gegeben. Ja, ich hoffe, dass dir das helfen konnte. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, dass du in die Tanzgruppe gehen kannst und einfach dein Ding machen kannst. So, das war's auch schon mit dem Video. Ehrlich gesagt war das ein sehr, sehr schwieriges Video zu filmen, denn das Handtuch ist abgefallen, meine Kamera hat einen Clip gelöscht, die Tür hat geklingelt, mein Magen hat rumort, meine Batterie ist durchgehend ausgegangen. Das war nicht einfach dieses Mal, aber ich hoffe, das Video ist trotzdem gut geworden. Okay, ich bin jetzt gleich verabredet mit meiner Schwester. Und zwar brauche ich eine Brille, eine neue Brille, und suche mir gleich ein Gestell für mich aus. Und dann, ja, und dann bestelle ich meine neue Brille. Ich hab euch lieb. Habt einen wunderschönen Tag.